Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rogue Legacy, Episode Nummer 13. Und das an einem Freitag. Böse Omen. Als was spielen wir denn? Ich stelle gerade fest, mein Bein ist eingeschlafen. Gut, wir spielen als Jacoby, weil Nostalgic, keine Ahnung. Hat er jetzt nicht dieses coole Schwarz-Weiß? Yeah, hat er. So, was sagt er denn jetzt eigentlich? Nee. Gut. Es gab noch irgendeinen Trade, mit dem man umsonst bei Charon vorbeikam. Wir upgraden dann einfach nochmal unser Leben. Und weiter geht's. Moment. Ich stelle gerade fest. Muss noch schnell einen Timer stellen. Go. So. Ah, halt. Ich habe gesagt, go. Penner. So. Auf geht's. Reminiscing. Ah, das heißt, wir spielen jetzt das alte Level nach, oder wie? Oder zumindest ein früheres. Schauen wir doch mal hier links. Fail. Überfail. So. Gibt's hier jetzt irgendwas oder nicht? Sieht nicht so aus. Ich stelle nur gerade fest, dass ich tierisch Hunger habe. Also ich meine wirklich ich, nicht mein Fuzzi da. Okay. Da komme ich so nicht hin. Es sei denn. Okay, nope. Keine Ahnung, was man da für ein Trade braucht. Cheaty Magier. Fuck this. Gut, ignore. Next. Lich Queen, Lich Queen. Paladin. Okay, spielen wir als Paladin. Wir haben 109 Gold, damit können wir nicht viel anfangen. Also ab ins Schloss. Miep. Mal schauen, was finden wir denn hier alles so Schönes? Geld, Geld, Gedöns. Komischen Geisterviecher. Scheiß Zombie da. Random Teleporter. Na schauen, wo wir jetzt landen. Land of Darkness. What the f... Okay. Okay, das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen tricky. Hey, Kleingeld! Wow. Ganz schön heavy. Aber gibt gut Geld, zugegebenermaßen. Na, komm. Ja, gibt nicht wenig Geld. Nope. Gut. Wie, wo, was, wann, warum, wo, weshalb? Hab und hab und hab. Und hab. Okay, gibt auf jeden Fall gut Geld hier unten. Wow. Hm.
Ah, die Dinger kann man auch kaputt machen, okay. Nein! Ich hab's nicht geschafft, das Geld einzusammeln. Fuck! So ein Mist! Archmage, Paladins, Blanke. Ja, komm, spielen wir als der Zwergenminer. Irgendwie eine sehr passende Kombination. Hui! Der ist ja niedlich. Hi Sharon, lass mich durch. So, kicken wir mal. Vielleicht finden wir diesmal irgendwie so ein paar geheime Passagen, wo nur Zwerge durch können. Ah, das sieht doch schon fast wie so eine aus. Ja. Ah, das ist aber scheinbar nur zum Durchlaufen hier. Schade. So. Schon wieder so eine Defeat All Enemies Chose hier. Wupp. Wupp. Drei Feuerbälle. Und hat geschafft. Ich bin fast so ein bisschen stolz auf mich. So. Das Auge wäre auch zerstört. Das wären so die größten Probleme. Was dümpelt jetzt noch hier rechts rum? Da ist ein Dummwas. Da ist noch ein Dummwas. Und... ah. Mistding. Neue Rune. Balance Rune. Chestplate. Okay. Balance Rune? Sag mir jetzt nichts. Um ehrlich zu sein. Da ist noch eine Truhe. Kleingeld. Und noch mehr Kleingeld. Hui. Ah, das ist einer mit den Trades, wo wir Sachen zerbrechen müssen, um MP wieder zu bekommen. Ha. Meine Magie ist scheinbar nicht sonderlich stark. Oh, kommt schon. Zwei gleichzeitig ist unfair. So, die zwei. Da gibt's HP wieder. Das ist eine mit recht viel Gold. Wieso kriegt man überhaupt Geld dafür, wenn man Sachen kaputt macht? Normalerweise muss man dann da doch Geld bezahlen. Maya. Mal schauen, wenn ich bequem nach da rechts zu dieser Truhe komme, wäre das sehr, sehr, sehr cool. Sieht nicht so aus. Okay, Abmarsch. Was ist hier links? Noch mehr Maya. Dann komm mal nur zurück. Oh. Ich glaube, ich konzentriere mich in der Episode hier einfach nur darauf, mal ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Hopp. Hopp. So, das, das. Vielleicht finde ich auch irgendwo noch so ein bisschen Geheimdurchgänge. Auf jeden Fall finde ich hier schon mal ein bisschen HP. Das ist mir sehr lieb. Noch mehr HP. Da hat es aber irgendwer gut mit mir gemeint. Da ist nichts in der Richtung. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, noch hier links mal ein bisschen... ah, halt. Den da. Nope. Das da und den da. Das will ich auch noch haben. Da ist noch ein Leuchter. Hier ist ein ganzer Geldsack. Hopp. Und hopp. 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 Na komm.
Hehe. Na gut. Nein! Fuck! Ich hatte gehofft, ich könnte irgendwie durch den Schaden, den ich gerade durch den Geist genommen hatte. Okay, spielen wir mal als er. Die Münzen auf den Stacheln einsammeln. Aber dem war wohl nicht so. Gut, upgraden wir mal wieder ein bisschen unseren Angriff. Und wir schauen, was die neue Rune macht. Wo ist sie denn? Da ist sie. Balance Runes. Slaying enemies grants both HP and... Wenn wir Gegner killen, kriegen wir HP wieder. Und MP. Und zwar nicht als Vampire Rune. Okay, cool. Cool, cool. Schauen wir mal. Offensichtliche Anspielung auf Skyrim. Immer wieder witzig. Oh, nicht schon wieder der Raum. Mal gucken, krieg ich sie kaputt? Eine ist... Na? Zwei sind... Neue Truhe! Yay! Bluthelm. Toll! Noch so ein komischer Vampirhelm. Braucht doch keine Sau den Kram. Okay, okay. Okay, nur ein bisschen Mana. Ist mir aber nicht ganz unwohl. Ey! Betrug. Ja, das ging doch recht gut. Noch mehr Kleingeld. Noch mehr Kleingeld. Ah, hopp. Und Sprung. Und Schlag. Und Schlag. Und Kleingeld. Noch mehr Kleingeld. Wie soll ich denn bitteschön den besiegen? Ja? Also mir würden ein paar Sachen einfallen, aber nicht so, wie ich momentan ausgestattet bin. So. Noch ein bisschen mehr Zeug. Sehr gut. Wow. Ich mag Räume mit so vielen Stacheln nicht. Das ist schon mehr Forest. Dann ist hier auch der Teleportationsraum. Gut. Noch mehr Forest. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir jetzt auch mal Räume hier, die ohne so viele Stacheln sind und ohne die ganzen Feuerfallen überall. Sieht gut aus. Komisches Pony. Klinky erledigt. Hier oben ist nichts. Wow. Erdmagier. Noch ein Klinky erledigt. Noch mehr Kleingeld. Und ein kopfloses Pferd. Killt das Pony. Oh, was gibt's hier? Was krieg ich hier Feines? Hermes Boots. Heißt das, ich bin schneller oder ich kann... Vielleicht kann ich auch einfach nur höher springen. Ich habe keine Ahnung. Hey, Truhe. Gratis Geld. Ich muss nicht mal was dafür tun. HP. Easy. Wir könnten mal wieder mit dem Boss kämpfen, wenn wir wollen. Würde aber sagen, wollen wir noch nicht. Wie gesagt, ich lege es jetzt erstmal auf Geld an.
Der Weihnachtsmann im Hintergrund ist immer wieder drollig. Sehr gut. 2500. Schon mal nicht schlecht. So. Ich erinnere mich recht, dann ging es hier runter. So. Und hier runter. Gut, hier sind wir ganz annehmbar durchgekommen. Na komm, stirb doch endlich. Noch durchgesprintet. Truhe. Spring. Ha. Ich habe schon damit gerechnet, dass er die Stacheln trifft. Ja. Heilbrunnen. Sehr gut. So. Ich vergesse immer, dass man die Sachen, die hier an der Decke hängen, auch zerstören kann. Ah, wir sind wieder zurück im Schloss. Okay, cool. Cool. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr Truhen. Das hier sieht nicht wie ein äußerst angenehmer Raum aus. Was war denn da gerade gestorben? Ich will erst das da. Und das da. Das ist ein sehr unangenehmer Raum. Na komm. Haha. Das waren die alle. Und das und das und das. Finden wir hier nochmal einen Random Teleporter, wie bei der letzten oder vorletzten Runde oder so. Na komm, wirf. Genau darauf habe ich gewartet. Ja. So, so. Ich denke mal, da unten geht's in das Land of Darkness. Das spare ich mir mal erst noch. Hier ging es ja auch noch nach oben, stimmt ja. Schauen, was wir hier so finden. Hätte schwieriger sein können. Das hier allerdings eklig. Wirklich eklig. Oh, was finden wir hier? Zwei Augen. Ja. Noch ein bisschen Kleingeld. 3400. Wir machen sehr, sehr, sehr gute Fortschritte. Na komm, schieß. Vielleicht bin ich im Moment einfach zu voreilig, was mein Gameplay angeht. Also, generell momentan, nicht in den letzten aktiven paar Sekunden. Da ist kein Raum, da geht es runter und da geht es hoch. Also dann mal... Hier lang. Hier lang. Und hier lang. Und hier runter. Land of Darkness? Nicht Land of Darkness. Ich bin beeindruckt. Bisschen Kleingeld. Hopp. Hopp. Da kommt Frosten. Frosten ist tot. Hier scheint es nichts zu geben. Nee. Überhaupt nichts. Nada. Noch so ein Dings hier. Was gibt's hier Feines? Och nee. Achso, Hyperion's Ring. Ich dachte schon, Hedgehog's Curse war jetzt mein erster Gedanke. Ah, hier geht's aber ins Land of Darkness, wie ich feststelle. Bisschen HP wiederhergestellt. Hier ist unser Boss für das Level. Bisschen Kleingeld.
bisschen mehr Kleingeld. Wir haben schon 4000. So, was wir jetzt noch machen können, ist den benutzen, dahin springen. Erst hier hoch. Und dann hier hoch. Jetzt ist die Frage, geht's da rechts in die Maya? Ja. Da oben vermutlich auch. Ja. Aber hier ist eine Truhe schon direkt. Upsala. Ups. Ich habe, was ich wollte. Nämlich die Truhe. Und jetzt... als krönenden Episodenabschluss fast, würde ich sagen. Oder halt, nee. Da links ist noch ein Stück Forest, was wir noch nicht erkundet haben. Ja. Hier hoch. Hier nach rechts. Na komm, einer noch. Was gibt's hier? Bis jetzt nichts. Und hier? Oh, nicht mal Stacheln. Cool. Da komme ich so nicht dran. Hier rechts. Ah. Na komm. Oh. Ich hatte gehofft, ich könnte den komischen Stein, Stern, Ball, Stachelball-Dings da loswerden, indem ich mich von diesem verdammten Wolf angreifen lasse. Indem ich ihn innerhalb des... Wow. Okay, noch lebe ich. Yep. So schnell werde ich nicht sterben. Nein, doch werde ich. Shit. Ha, Deftify. Yes, 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 yes. Haha. Ich lebe noch. Das war ein HP. Das war ein MP. Mist. Noch ein bisschen mehr Bargeld. Hier ist auch noch ein bisschen Kleingeld. Wo kommen wir denn hier oben hin? Hier scheint es Truhen zu geben. Und Arschlochgegner. Okay, zumindest einer weniger. Oh, hier rechts gibt's eine. Mit einem Haufen Geld. Und hier links gibt's eine. Mit Mist. Auch nicht gerade wenig Geld. Hier konnte man hin, hier konnte man hin. Hier kann ich drum rum. Und hier runter. Gott sei Dank gibt es in diesem Spiel keinen Fallschaden. So wie es sein sollte bei einem guten Action-Plattformer. Wow! What? Okay. Aber netter Killcount. Müsste zugeben. Gut, ich schätze mal, wir müssen dann am kommenden Montag, am kommenden Montag einen Haufen Geld ausgeben.
Oh, das ging jetzt aber schon irgendwie ein bisschen sehr in die Hände. Naja, Verzeihung. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. In diesem Sinne, wie immer von Barcade, bye!